So sieht eine lebende Vereinslegende aus. Zum 500. Mal läuft Martin Mennel im Trikot des FC Erzgebirge Aue auf, passend zum Jubiläum mit beiden Sohnemännern an der Hand. Und das ist die Perspektive des Ältesten, Anton, der das Ganze sogar filmisch festhält. Das Erzgebirge zelebriert Mr. Aue Martin Mennel. Zu Gast der SSV Ulm um Trainer Thomas Wörle, den Aue mit einem Sieg von Platz 3 verdrängen könnte. Topspiel am Sonntagabend unter Flutlicht in Aue. Und wir sind in der ersten Spielminute mit dem ersten Angriff. Taschi auf Seitz, unter der Woche Papa geworden, dementsprechend die perfekte Flanke auf Marcel Bär. Und nach 50 handgestoppten Sekunden führt Aue gegen Ulm mit 1:0. Perfekte Flanke Seitz und Bär per Kopf mit seinem vierten Saisontor. Die kalte Dusche für die Gäste. Die aber relativ unbeeindruckt von diesem Rückstand. Nur 3 Minuten später über Cenza. Und der findet Nicolas Jan in die Startelf gerutscht. Hier mit der Chance knapp am Kasten vorbei. Die Ulmer nach dem Rückstand mit einer guten Reaktion sind relativ schnell im Spiel, haben allerdings Probleme, was die offensive Durchschlagskraft angeht. Das hier schon die 35. Minute. Rösch prüft Mennel mal. Ansonsten wenig zu tun für den Jubilar der SSV im letzten Drittel. Einfach zu ungefährlich in Halbzeit Nummer 1 gegen gute Auer. 1:0 die Pausenführung. Das Team von Pavel Dotschev gut im Spiel und verdient vorne. Das ändert sich dann in Durchgang Nummer 2. Die Ulmer kommen raus wie die Feuerwehr aus der Kabine. Plötzlich Allgeier auf rechts, auf und davon, abseits verdächtig. Perfekte Flanke in die Mitte und Cenza in der 48. Spielminute mit dem Ausgleich. Aue im Tiefschlaf, wie schon in der vergangenen Woche. Wir sehen hier nochmal knapp wohl kein Abseits von Allgeier, der dann auf dem rechten Flügel keinerlei Gegenwehr mehr zu befürchten hat. Die direkte Flanke in die Mitte ist sensationell gesetzt und Cenza vollendet zum 1:1, wie schon in Durchgang 1, also auch hier das frühe Tor. Spielminute 64, die Ecke des eingewechselten Cesar und da ist Philipp Meyer, wuchtet sich hoch gegen gleich 3 Auer Gegenspieler und macht sein zweites Saisontor und Ulm dreht das Spiel. Perfekt getreten, dieser Eckball. Und dann sind alle Auer zwar in der Nähe des Torschützen, aber eben nicht wirklich dran. Martin Mennel erst mit den Fingerspitzen noch am Ball, der aber klar hinter der Torlinie. Überragender Start in die zweite Halbzeit von den Ulmern. Von Aue kommt lange nichts. Wir sind schon in der 84. Spielminute. Der eingewechselte Schwirten auf Sijaric und da ist Ortak. Und hält die Führung für die Spatzen. Ansonsten zu wenig von Aue nach dem Rückstand. Mehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt als mit dem Spielgeschehen. Einen gab es noch, 90. plus 3. Aue wirft alles nach vorne. Und der Gast kontert über Cessa und über den eingewechselten Lukas Röser. Mennel kann sich nochmal auszeichnen und pariert diesen Abschluss am Ausgang des Spiels. Ändert das aber nichts mehr. Ulm fährt den 7. Saisonsieg ein, gewinnt in Aue mit 2:1 und festigt damit als Aufsteiger den 3. Tabellenplatz. Ja, für den Moment natürlich super Aufnahme. Brauchen wir nicht drum rumreden. Aber es ist noch eine lange Saison, ist jetzt glaube ich ein Drittel gespielt oder fast ein Drittel. Und ja, wir versuchen einfach so weiterzumachen und sag ich mal so schnell wie es geht, die nötigen Punkte einzusammeln. Und wenn wir die dann wirklich mal holen sollten, geholt haben sollten, dann können wir weiterschauen. Dann das Spiel war zerfahren, dann haben wir die Linie verloren, weil die Mannschaft hat sich zu sehr aufgeregt, auch mit ein und anderer Schiedsrichterentscheidung, denke ich. Und haben wir im Endeffekt das Spiel verloren, eigentlich absolut unnötig. Das Männerjubiläum geht in die Hose, der Nachwuchs tröstet. Der Auer Durchhänger hält an, nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen. Ulm dagegen reitet weiter die Euphoriewelle, festigt den 3. Tabellenplatz und empfängt am kommenden Spieltag den Halleschen FC. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.